Geht doch. Okay. War doch nicht so schwer, ne? Okay, da haben wir schon mal 5. Und hier auch noch mal 5. Hier ging's doch noch mal irgendwo weiter nach oben. Hier, okay. Jetzt ist halt die Frage, ist da oben noch irgendwas an Geldern, wo ich mitnehmen könnte? Wo es sich lohnen würde, diese noch mit einzusacken. Oder, naja gut, ich kann ja später nochmal herkommen. Ich hab ja, denke ich mal, schon jetzt heraus, wie das zu tütigen ist. Mit dem Wandsprung. Ah, ich hab halt auch schon wieder zu viel Video-Input, ne? Oder Output. Aber gut, wer hat mir denn gesagt, dass es einfacher wird? Richtig, keine Sau, also halt die Fresse. Na, das war nicht gut genug. Okay, weiter. Vorsichtig, immer weiter nach oben. Ach, come on, dude. So, zack, genau so wollen wir das doch haben. So, und jetzt nochmal hier. 1, 2, 3. Geil. Ach, da drin höre ich sie schon wieder, die ganzen Hifos. So aus. Okay. Ja, was können wir denn jetzt noch großtütigen? Wir haben gerade mal nicht die Hälfte. Und ich nehme jetzt seit 37 Minuten auf. Und falle dabei auch noch herunter. So, da drüben haben wir noch eine rote. Mist, haben wir da oben noch. Ist halt jetzt die Frage, haben wir... Da haben wir noch was. Und zwar Sass. Nein. Ja. Nein. 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 Sass. Ach Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das gibt's doch nicht. Warum springe ich immer von unten die Kisten kaputt?
Und warum bleibst du nicht da oben stehen? Hä? Oh, je, je, je. Moment mal. Haben wir hier schon wieder so eine Unreachable Coin? Oh. Warte mal. Was bin ich da... Was habe ich da gerade gesehen? Ach, hier haben wir dasselbe Spielchen nochmal, oder was? Na gut, sollte machbar sein, wa? Ach, da unten sind die Hifos, ne? Ah nee, hier ist ein Chuck, ja? Und ein blauer Münzschalter. Och nö, wo tauchen die denn bitte auf? Wo tauchen die blauen Münzen denn bitte auf? Na schön. Okay. Gucken wir mal, ich hab... Ah, da ist was. Okay, es sind... Wenn ich mich nicht verguckt habe. Es sind zwei Stück. Also wenn du dich nicht da festhalten würdest, dann würde ich sie auch alle kriegen. Und ich weiß halt nicht, ob man hier auch alle benötigt, um... Na, wobei... Keine Stampfattacken, bitte. Das Herr ist doch... Okay. Ich gebe mich einfach zufrieden damit. Ganz ehrlich, es ist mir scheißegal. Ich bin 10 Münzen näher am Ziel. Es fehlen mir nur noch 37. Okay. Eins, zwei, drei. Okay. Und go. So, jetzt bin ich wieder hier. Ich bin da, wer noch? Naja, jetzt könnte ich mal nach da drüben gehen. Und zwar mit dir da. Oh, je, je, je. Okay, 73. Dun 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 dun. Also ich möchte das, wenn es geht, in einem Zug mitnehmen. So in einem Tschu-tschu. Ach, hier käme ich auch dahin, oder was? Das sieht mir ja sogar noch einfacher aus.
Okay. Das Problem ist halt, ich muss irgendwie noch an 16 Münzen kommen. Warum 16, fragt ihr euch? Weil ich die zwei roten Münzen ja weiß. Und das ist halt das Problem. Okay, die hier ist viel einfacher zu erreichen. Und deswegen... nee. Okay. Okay, na dann. Auf ein neues nach da oben. Nein. Und dabei nicht sterben. Das ist Voraussetzung und hat oberste Priorität. Where safety is number one priority. Ah. Okay, komm. Zack. Nee. Bumsen. Ah. Ich will doch einfach nur nach da oben. Willst du mich komplett verarschen? Du, 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 du. Ey. Sollte ich eventuell mal... Also eins sage ich euch, wenn das so jetzt klappt, ne? Dann schreie ich. Vor Verzweiflung. Ich bin kein Pirat. Oh, shit. Okay. Ich hätte ja nur geschrien, wenn es auf dem ersten Versuch geklappt hätte. Arr! Okay. Da unten und da drüben. Ja, nee, da drüben war die Hifo-Höhle, ne? Ja, okay, dann. Ah, nee, warte. Da war, glaube ich, auch nochmal so eine Kiste, ne? Kiste, Kiste, Kiste! Ach, ich komme von da. Ah, okay. Ah, okay. Jo, cool, ne? Aha. So, jetzt bin ich hier. Und hier, so kann ich jetzt auch sehen, wo ich lahm muss. Sus. 87. Und ich brauche dann noch 11 Münzen. Ah ja, hier wollte ich doch auch noch mal hin. Oh. Oh! Ja, meine Freunde, wir haben es geschafft, würde ich sagen. Uiuiuiui. Uiuiui. Okay, tschüss. Warte mal, ich war vorhin schon mal hier und habe alle... War ich nicht vorhin schon mal hier und habe die Passage ausgelassen?
Ich weiß es nicht mehr. Es soll mir aber auch wurscht sein. 120. Geil, jetzt hätten wir das originale Mario 64 durchgespielt. Ja, geil. Und jetzt müssen wir bloß noch darüber und nach 50 Minuten kann ich voller Stolz verkünden, wir sind Saas. Ja, Freunde, ihr habt's hier und jetzt zuerst erfahren. Wir sind keine Menschen, wir sind alle Saas. Du. Komm jetzt noch da hoch und bums. N. Bumsen, meine Damen und Herren. Und zack. Ich meinte, zack! 121. Oh. Ich muss mal jetzt mal einen kurzen Schluck Wasser trinken. Einen Moment, bitte. Ja, liebe Leute, mir ist leider, erst nachdem ich hierfür auch nochmal so gut 20 Minuten aufgenommen habe, aufgefallen, dass irgendwie meine Audiospur gemutet war. Weswegen ich das Ganze jetzt nochmal schnell nachkommentiere, hier die verbleibenden, ja, 4 bis 3 Minuten. Ja, was soll ich sagen? Also, der letzte Stern. Ich blende euch hier nochmal schnell ein, wie der heißt. Ja, eigentlich soll man ja vom Anfangspunkt aus darüber kommen, allerdings habe ich es doch als einfach empfunden, von hier nach darunter zu springen. Und hier, wo halt jetzt die Chakyas sind, im Grunde genommen ist es mir eigentlich sogar ganz recht, dass das jetzt so läuft, denn in dieser Höhle muss man an eine, ja, muss man halt mit schnellen Wandsprüngen in ein Loch da oben springen. In der originalen Zornesklippe war ursprünglich tatsächlich das so, dass dieses Loch, wo man reinspringt, man hochspringen musste mit Wandsprüngen, um weiter hoch auf die Klippe zu kommen. Und der Trick dabei ist halt, mit schnellen Wandsprüngen zu hantieren. Und diese schnellen Wandsprünge müssen dann, ja, davon müssen eigentlich 3 ausreichen. Man muss da mit einem gewissen bisschen an Anlauf herangehen. Und es wurde ja, glaube ich, relativ früh im Spiel ja mal ein Schild präsentiert, auf dem dann gezeigt wurde, wie, oder erklärt wurde, wie diese schnellen Wandsprünge funktionieren. Und diese schnellen Wandsprünge ist halt so, mit einem Weitsprung dran springen und dann im richtigen Moment abspringen. Sobald Sterne auftauchen, hast du es eigentlich schon verkackt und kannst von vorne anfangen. Was hier halt auch nochmal ein bisschen schwieriger ist, ist halt die Tatsache, dass Saas, die Wände nicht parallel zueinander stehen, sondern mit einer gewissen Schrägung, sage ich jetzt mal. Und jetzt, ja, es ist zwar lustig, dass hier so mit 400-facher Geschwindigkeit auf ein paar wenige Minuten runtergebrochen zu sehen. Und das eben gerade, da weiß ich noch, bin ich richtig ausgerastet, weil es hat nur noch ein Sprung gefehlt. Bis zum, ja, bis ich da oben diesen Gang erreicht habe, da bin ich jetzt auch nochmal, ich glaube, der letzte Sprung, der war dann, ja, genau, selbiges hier nochmal. Und das war, glaube ich, bei diesem Wandsprung tatsächlich der einzige Safe State, den ich geladen habe. Weil der Raum ist wenigstens so
Also nicht so hoch, dass man, wenn man dann mittendrin scheitert, automatisch wieder mindestens 2 Leben verliert. Also man muss da wirklich die Kante erwischen, um in dem kleineren Tunnel zu springen. So, und da haben wir es auch geschafft. Und jetzt gilt es da hinten auf die Kiste zu springen. Auf die Kiste, nicht Kiste. Ich heiße ja nicht Knossi. Und dann musste man diese ganzen Kisten da hochspringen. Und gerade bei der obersten ist es halt schwierig, da hochzukommen, weil diese Kiste sich so leicht zerbrechen lässt. Es ist eigentlich gedacht, dass man diesen Rückwärtsseitowandsprung, den der liebe Luke Millard so sehr mag, anwendet, aber ja, dadurch, dass man halt auch nicht so richtig sehen kann, wie die Wand jetzt oder wie man jetzt zur Wand steht, in welchem Winkel oder so ein Scheiß, ist es halt ein bisschen schwieriger, das so zu machen. Ich habe es halt dennoch probiert und dabei diverse Male nochmal die Kiste zerstört. Ich glaube, ich habe es am Ende mit einem Seitwärtssalto an die Wand geschafft, hab da halt den richtigen Winkel. Was auch ein bisschen blöd ist, wenn du direkt an der Wand stehst, die Feuerkugel spuckt und du willst dich mit einem Sprungtritt retten und dann kickst du dich quasi von der Wand weg. So, jetzt habe ich nicht aufgepasst, wie ich es geschafft habe. Und jetzt muss man halt ein bisschen so Weitsprung-Boost aufbauen, dass man so ohne weiteres auch darüber springen kann. Es ist eigentlich nur so eine Kleinigkeit noch. Und damit beenden wir die Folge mit 3700 Saves und 122 Sternen. Und ich mach schnell und sage Tschüss!